Das lieb. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Pampros. Schön, dass dir gut geht. Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht nur, dass sie auf dem Weg an die Spitze zahlreiche Hindernisse zu bewältigen haben. Nein, sie werden auch oft genug Zeuge davon, wie sie sich der eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Na sowas, lange nicht gesehen, wie? Persid? Und Lilly, hast du auch mitgemacht? Ja, es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Du siehst irgendwie anders aus als sonst. Viel energischer und voller Tatendrang. Danke, Hapu. Ja, das ist ganz richtig. Von dir steht eine völlig neue Lilly. Aber jetzt gebe ich alles. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Oh, deine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft, sagst du? Das wäre dann sozusagen die L-Kraft. L wie Lilly. Sag, Hapu, weißt du, wo wir den Inselkönig finden können? Den Inselkönig? Tja, da wirst du auf Pony leider kein Glück haben. Oh, ach so. Es gibt keinen Inselkönig. Was? Das ist wirklich ärgerlich. Was machen wir denn nun, Persid? Vielleicht ist Zeit und reif. Immerhin habe ich dieses seltsame, aber irgendwie auch niedliche Puppen gekämpft, das aus diesem Loch im Himmel gekommen ist. Kommt, machen wir uns auf zu den Ruinen. Doch, Lilly. Pampro. Persid, es hilft alles nichts. Gehen wir. Du als Trainer bist ja sowieso alle Zeit bereit für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Wartet. Okay, wer... Huh? Wer ist das? Wer sind Sie denn? Huh, ich bin... Hapus Großmutter. Ihr zwei seid Freunde meiner Enkelin? Scharf kombiniert. Oh Gott, so ist es. Sie hat also tatsächlich Freunde gefunden. Alolas Inseln bereisen, neue Freundschaften schließen. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Maybe. Wenn ihr zwei euch jetzt auf den Weg zu den Ruinen macht, kann ich euch dabei noch ein wenig behilflich sein. Gib mir doch mal dein Pokémobilfunkgerät. Ich kann mir schon denken. Ich kann es mir schon denken. Mit Machomai wahrscheinlich. Das sieht sehr komisch aus. Machomai kann nun mit Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Wo soll ich das denn belegen? Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Ich wünsche euch beiden eine strahlende Zukunft. Hapu ist schon zu den Ruinen daheim aufgebrochen. Folgt einfach dem Weg, bis ihr die Felsenküste von Pony erreicht. Das könnt ihr nicht verfehlen. Die Farbe des Bodens ist dort auf einmal ganz dunkel. Dann noch ein bisschen weiter und schon stoßt ihr auf die Ruinen. Haben Sie vielen lieben Dank für die Hilfe. Die Ruine der Heimkehr. Das ist der Ort, an dem sich Ponys Schutzpatron Kabukima aufhält. Lass uns am besten gleich aufbrechen. Lilly ist wirklich sehr energisch drauf. Bevor wir weitergehen, vielleicht gibt es noch was Besonderes. Hier gibt es bestimmt noch einige Pokebälle. Ein Machomai und... nichts. Nö. Mei. Machomai. Kein Pokéball? Das ist auch sehr ungewöhnlich. Aber etwas für Zigarde. Da ist so ein Pokéball, aber eher auf der anderen Seite. In den Brunnen können wir auch nicht runter. Mei. So, Leute, ich würde nämlich sagen, das wär's für diese Folge und, ja, dann machen wir es nämlich so, dass wir in der nächsten Folge in den Ruinen gehen.
und auf Habu treffen. Ich bin mir sicher, dass Habu der Captain auf dieser Insel ist, auch wenn es hier keinen Inselkönig gibt. Was ziemlich verwundert ist, aber okay, gut. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis denn. Leute, guten Morgen. Und je nachdem, welche Uhrzeit gerade ist bei euch, wenn ich das Video hochlade. Und ja, ich habe doch ein bisschen viel aufgenommen in meiner letzten Session. Was ich eigentlich ganz gut finde. Und ja, jetzt startet nämlich die nächste Aufnahme-Session. Ich habe nämlich die letzte Folge noch nicht mehr hochgeladen. Das läuft total. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich nämlich alle Pokémon für 50, 45 trainiert, nicht für 50. Und Elus für 46. Überraschenderweise die kleinste Pokémon hier. Das kleinste Pokémon hier. Und ja, wir sind nämlich hier. Ich bin ein bisschen nach vorne gegangen. Wir brauchen noch ein paar Gegenstände, was ich vorholen werde. Wir haben Machoma gekriegt in der letzten Folge, was irgendwie sehr komisch aussieht. Aber das brauchen wir, um die ganzen Felsblöcke zu verschieben. Aber vorerst fällt mir nämlich gerade erst noch ein, müssen wir noch einige Gegenstände holen. Akala? Genau. Kunikun City, denn dort sind uns einige Gegenstände entgangen. Und zwar gibt es dort noch den Evoliten, was ich auch noch Elo geben könnte. Dann kann sie besser Attacken überstehen. Und Alpollo macht einfach das, was ein Alpollo machen kann. Vielleicht hole ich noch einen Walschal. Ausnahmsweise. Ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, warum denn nicht? Warum denn nicht? Hm, vielleicht nicht. Ich lasse das lieber so. Wobei viele Geist-Pokémon extrem schnell sind. Aber auf jeden Fall haben wir den Evoliten. Das war's eigentlich. Hoffe ich. Ich gehe nochmal kurz nach links, dann nach rechts. So. Somit müsste Elo ungefähr Verteidigungswert von 90 bis 100 haben. Dann kann sie nämlich gut die Attacken überstehen. Hier geht es nochmal nach unten. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Nee, sieht nämlich nicht so aus. So, die Ansicht ist hier nämlich sehr komisch. Und dann nochmal nach rechts. Nope. Gar nichts. Alles klar. Hier rechts oben ist noch etwas, aber irgendwie ist es sehr komisch. Kann sein, dass es tagsüber offen ist. Ich weiß es nämlich. Auf jeden Fall habe ich nämlich hier alles, was ich brauche. Den Evoliten und die Zelle. So, gehen wir nochmal zurück zu Pony und dann können wir hier nämlich... Das war mein Wecker. Das war mein Wecker. Ich werde bald noch ein Infovideo, ich weiß nicht, nein oder zwei Wochen, auf jeden Fall ein Infovideo freischalten bzw. hochladen, und zwar weil ich nämlich studieren gehe. Hey, wie ihr wisst, fängt das März an, bzw. bei mir ein bisschen früher, weil ich ja noch Vorbereitungswochen mache. Und dementsprechend wird mein Uploadplan, ich habe mittlerweile keinen Uploadplan, aber es wird sich ein bisschen ändern. Und zwar kann ich nicht mehr jeden Tag immer zwei Videos hochladen. Das ist wäre möglich, aber ein bisschen zu stressig. Ich will es nämlich gelassen angehen und dementsprechend höchstens ein Video pro Tag. Höchstens. Minimal ein Video alle zwei Tage. Ich habe nämlich damals zwei Videos pro Woche gemacht, aber ich denke, wenn ich Aufnahmesessions mache, dass ich die auch dementsprechend gut hochladen kann, weil ich dann nämlich eventuell einen neuen Laptop habe, also noch einen neueren Laptop als dieses hier, weil dieses hier ist nicht schlecht, aber leider hat es Blueskin Probleme. Mein älterer Laptop hatte ja andere Probleme, die noch weitgehend schlimmer ist, und zwar
Wenn es keinen Bock hat, dann geht's einfach aus. Dieses hier ist noch gut. Ich werde dieses hier, diesen Laptop wahrscheinlich behalten. Keine Ahnung, um hier dauernd zu rendern. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben Aufnahmerechner und einen Rechner, der nur tagtäglich rendert. Ich meine, das wäre auch ein Vorteil. Und ja, mittlerweile, bis jetzt, stehe ich, beziehungsweise ich versuche früh aufzustehen und nehme, wenn ich hier Platz habe. Ich meine, ich wohne nicht alleine zu Hause, ich wohne noch bei meinen Eltern. Dann kann ich dementsprechend gut aufnehmen. So. Ja. Folge dem Ziel. Was ist noch nicht zu verstehen? Erkennen von Wohnen und Ruinen der Heimke. Wir müssen nach rechts und es gibt hier anscheinend einen Canyon und einen Pokéball. Das sollen wir nicht vergessen. Ja. Hochspringen können wir leider nicht. Da können wir aber auch nicht durch. Baue ich jetzt? Nein. Ernsthaft. Das heißt, wir müssen dort von der anderen Seite. Wenn ich auf der Karte nämlich sehe, gibt es dort unten einen kleinen Weg und hier einen Pokémon-Trainerkampf. Hallo? Ich bin mir sicher, am Ende sind wir auf Level 50, wenn wir mit dem Pony Island fertig sind. Und dann können wir vielleicht eine Runde. Oha, vier Pokémon. Die Trainer werden gut und haben mehr Pokémon. Das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also können wir eine Runde Battle Royale machen mit unserem Durchspielteam. Ich wollte ja 5 bis 10 Folgen Special machen. Ich meine so gegen Computergegner. Vielleicht gibt es noch Special gegen Booktuber. Ich weiß nicht. Mal schauen. Mal schauen, was die Zukunft uns bringt. Ja. Ich muss January definitiv weiterentwickeln. Mittlerweile ist January. Alter. Triff mal January. Sondern ist auf plus 4. Sonst zieht er uns doch durch. Nein. Ich kann ja einfach mal auf Durchbruch gehen. Zum Glück schon Sandan nicht sehr schnell. Okay, Volltreffer war unnötig. Nehme ich mal an. Die Urlauberin. Ah ja, genau. Wie gesagt, mal sehen, was die Zukunft uns bringt. Und Nachfragen kosten. Robustheit. Und Nachfragen kosten. Dankeschön! Also damit hätte ich schon rechnen können, aber habe ich doch nicht kommen sehen. Setzt dieses kleine einfach Explosion ein. Okay. Ja, jetzt muss ich wechseln. Zu Darkstone. Ja, Vulpix. Normal. Das muss mir auch gesagt werden. Oh, Bodyguard. Oh, Alola Voluna ist so wunderschön. So in der siebten Generation gibt es so viele tolle Pokémon. Auch wenn viele langsam sind. Aber trotzdem sind die doch irgendwie wertvoll. So, oh, ein Georock. Normal. Ah, ich habe leider keine Bodenattacke, immer noch nicht. Aber ich gehe zu Elo, weil ich da wahrscheinlich eine Bodenattacke einsetzen wird. Elo kann jetzt tanken. Das ist nämlich sehr gut. Ja, hab's kommen sehen. Kommt ein Erdbeben. Die Animation ist auch nicht schlecht von Georock. Ja, ich werde es locker tanken. Kann eben mal einen Blättersturm schießen. Bam. Ja, die Robustheit. Kommt ein Felswurf, das wird nicht viel abziehen. Ja, aber die Menge macht es eben aus. Felswurf hat eine Stärke von 25 und maximal eine Stärke von 125. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Wir haben noch einige Beleber. Das können wir jetzt auch einsetzen. Menno, irgendwie hat sich die Energie an diesem Ort ja überhaupt nicht auf mein Team übertragen. Ja, aber du hast genau 4 Pokémon, was erstaunlich ist. Ich bin auch erstaunt, was die Trainer hier alles zu bieten haben. Richtig, richtig nice. Okay, ja gut. 3 Beleber. Ich wollte eigentlich nicht so viel Beleber benutzen, weil ich eigentlich nicht der Fan davon bin. Damals Down-Beleber benutzt, Pokémon Silber als kleines Kind, aber ich wollte hier ein bisschen mehr Herausforderungen machen. Ich habe auch deswegen die Erfahrungsrunde ausgeschaltet und ja, hier kommen wir hierhin. Ich bin gespannt, was nämlich in dem goldenen Pokéball ist. Gastrogon. Habe ich Oscar eingefangen? Ich dachte nämlich, es wäre ein Shiny-Form. Nein, es ist... ich weiß nicht, ob es westliche oder östliche Form ist. Leider kann ich mit January nichts anfangen, nur Elo. Deswegen hat Elo auch ein Level abgekriegt, der 46. Elo ist MVP und Gastrodon kann Kraftreserve. Yay. Und ich bin schneller. Blättersturm macht's. Naja. Ist eigentlich nicht übel für Elo, denn Elo muss im nächsten Zug sowieso rauswechseln, wenn der Gegner ein Pokémon hat, was nämlich effektiv gegen Elo wäre. Mal angenommen. Aizes Odem. Ist nicht schlecht. Kann man benutzen, um Gegner... Was war das? Achso, um Gegner ein bisschen langsamer zu machen. Okay, hier können wir nur angeln, aber nicht surfen. Okay, sie bleibt jetzt einfach da stehen. War das nicht die Trainerin, die hier rumgelaufen ist? Okay, hier gibt es noch mehr Angelplätze. Ich habe nämlich gelesen, dass man Silberkronkorken angeln kann. Denn ich bin ja nebenbei noch im Züchten, damit ich auch gezüchtete Pokémon habe für die Viper Battles. Ich dachte schon, ich kann hier irgendwie runterspringen. Geht aber nicht. Und dementsprechend, ich finde es nämlich gut, dass es nämlich die ganzen Kronkorken gibt, aber die sind extrem selten. Und ja, da unten ist Lilly und Pampros und eine Zygarde-Zelle. Zelle, ich weiß nicht, Lebensform für unser Würfel. Die Ruin der Heimkehr. Die Atmosphäre an diesem Ort so beklemmend. Vielleicht geht es Wölkchen besser, wenn es in der Ruine ist. Capo Kime, der Schutzpatron der Ruin der Heimkehr, kann angeblich alles Unreine mit einem geheimnisvollen Wasser läuten. Hoffen wir mal. Genau, positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg, Persid. Ich werde jedenfalls alles tun, damit mein kleiner Freund hier wieder gesund und munter wird. Nur noch ein kleines bisschen Geduld, Wölkchen. Diesmal werde ich dich retten. Warte nur ab. Also, Persuit, dann wollen wir reingehen. Wir sind hier nicht umsonst hier. Ja, Rotom. Wir beeilen uns hier. Kommt hier jetzt ein Stärkerätsel? Um den Weg frei zu legen, werde ich ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Das war es doch, was Habos Großmutter gesagt hat. Naja, Lilly, ich glaube nicht, dass du es alleine schaffen kannst. Ich glaube auch nicht, dass wir zur Zeit schaffen können. Sondern wir müssen unser Mach mal rufen. Also ich schaffe es auf gar keinen Fall. Dieser Steinblock ist unbeschreiblich schwer. Das ist ein Job für Machomai. Wenn mich nicht alles täuscht, dann stand in einem meiner Bücher hierzu etwas Folgendes. Drücke vor Steinblöcken den B-Knopf, um den Machomai-Stoß zu aktivieren. Wenn du dir den Weg verbaust, sollst du nach draußen gehen und frische Luft schnappen. Dann kannst du alles von vorne anfangen und einen neuen Versuch starten. Okay. Okay. Ja, den B-Knopf. Nein, alles gut.
Okay, jetzt passt das Lied irgendwie nicht. Ja, gut, das ist doch etwas kompliziert. Weil wir haben nämlich oben links, unten links und hier in der Mitte einen Steinblock. Ja. Das wollte ich jetzt nicht machen. Denn jetzt haben wir ein Problem. Dankeschön, Machumai. Nee, alles gut. Dann holen wir uns ein bisschen frische Luft und gehen wieder rein. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Denn es gibt ein Problem. Eine kleine Berührung, dann macht das. Alles klar. Okay, ich hab schon. Ich hab schon. Erst mal in meinem Kopf nochmal kalkuliert. Da. Ne, wir können ja den linken Steinblock ganz weit nach oben schieben und dann den mittleren nach rechts schieben. Ich meine, wir haben da zum Glück noch eine kleine Lücke, ansonsten wäre es nämlich ziemlich unmöglich gewesen. So, genau. Das kommt dahin und kommt der mittlere rechts. Also wäre oben keine Lücke gewesen, wäre das ziemlich unmöglich gewesen. Dann hätten wir über den Randdeckel nachdenken müssen und ich glaube nicht, dass es hier eine Möglichkeit gäbe. So. Das war Rätsel, keine Ahnung. Okay, es gibt nur eine Rätsel. Hapu ist schon dort. Ich habe mich ein wenig über die Ruine Alola sowie die Schutzpatrone, den dort gehuldigt wird, schlau gemacht. Offenbar ist es alles andere als leicht, ihnen zu begegnen, da sie sich immer dort aufhalten, wo es ihnen gerade gefällt. Doch es heißt auch, dass sie sich einem manchmal offenbaren, wenn man sie in einer dieser Ruinen beschwört. Okay. Darauf kann man sich jedoch nicht verlassen. Meinen Quellen zufolge sind die Schutzpatrone völlig unberechenbar. Das wird wohl auch die Erklärung dafür sein, dass sich an Wölkchens Zustand nichts geändert hat, als wir die Ruinen betreten haben. Huh, das ist doch Hapu. Ja, das ist Hapu. Vielleicht ist sie schon im Gange, die Schutzpatrone zu beschwören. Dein Vertrauen ehrt mich. Dafür schulde ich dir meinen Dank. Als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Einwohner der Insel einsetzen. Und zwar für Menschen, Pokémon gleichermaßen. Oh, ist Hapu gerade Inselkönigin geworden? Sorry. Oh, ihr habt mir wieder zugesehen? Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin wird von dem Schutzpatron der jeweiligen Insel ausgewählt. Jeder Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Sag, Pursuit, ich habe von Lily gehört, dass du erst kürzlich in Alola gekommen bist. Und das von ziemlich weit weg, oder? Dennoch hast du gleich einen Glitzerstein bekommen? Das ist schon etwas Besonderes. Die Ehre, zum Inselkönig ernannt zu werden, wurde mein Großvater übrigens auch zuteil. Leider verstarb er plötzlich vor einigen Jahren und so hatten wir lange Zeit keinen Inselkönig auf Pony. Ich war zwar bereit, seine Nachfolge anzutreten, wurde damit aber nicht dazu erwählt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselwanderschaft herumzureisen und fleißig zu trainieren. Lily, du wolltest der Inselkönigin noch eine Frage stellen, oder? Das kannst du nun tun, denn sie steht jetzt direkt vor deiner Nase. Na dann, Inselkönigin Hapu. Ich würde von dir gern etwas über das legendäre Pokémon erfahren. Du möchtest etwas über Lulana wissen?
den wir am Mondscheibenpodium huldigen? Meine Mutter ist in die Welt der Ultrabestien verschwunden. Sie mag zwar ein furchtbarer Mensch sein, aber sie ist eben noch meine Mutter. Ich muss unbedingt zu ihr, nicht zuletzt, um ihr etwas zu sagen. Dafür will ich das legendäre Pokémon seine Behilfe bitten. Ich brauche seine Kräfte, um in Schüssen unseren Welten reisen zu können. Ich verstehe. Die Welt der Ultrabestien. Ob diese Kreatur, die nach Pony gekommen ist, wohl auch eine Ultrabestie war? Ich habe zusammen mit Kapu Kimi versucht, sie zu bekämpfen. Wieder ohne Erfolg. Also gut, ich werde dir erzählen, was ich weiß. Vielen Dank, Kapu. Es ist aber nicht viel. Ich weiß nur, dass man am Podium ein Ritual für das legendäre Pokémon abhalten muss. Ein Ritual, bei dem man zwei Flöten erklingen lässt, um dem legendären Pokémon irgendwie Kraft zu schenken. Das hier ist die Sonnenflöte. Anscheinend war sie im Besitz meiner Mutter. Oh, da sieht ja aus wie die Flöte aus dem See auf Ula Ula. Die andere befindet sich auf Kokowai Island. Lol. Ich weiß zwar nicht, warum sie gerade an jedem Ort zu finden ist, aber der Überlieferung nach gehört sie dorthin. Kokowai Island? Ich erinnere mich dunkel, darüber gelesen zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine unbewohnte Insel vor der Küste von Pony. Na dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auf zum Dorf des Seevolkes. Ihr solltet mit seinem Oberhaupt sprechen. Lili, du kannst auf Pampus reiten. Das ist sehr nice, dass Harpo zur Inselkönigin auserkoren wird. Okay, ich berühre die Statue, aber nichts passiert. Sollte da später irgendwas passieren? Es wäre doch irgendwie krass, wenn wir irgendwann auch zu... wir werden wahrscheinlich zum Champ. Ich meine, es gibt ja auch einen Alolan Champion. Inselwanderschafts-Champ. Ich weiß gerade nicht, wie man die Statue überhaupt bezeichnen kann, deswegen war ich bis nach überlegen. Aber gut. Wir hätten auch zurückfliegen können, das mache ich glaube ich auch. Okay, wir können zu den Ruinen der Heimkehr zurückfliegen, das ist nämlich sehr nice. Vielleicht kann man bei den Podesten die ganzen Kapu später einfangen. Ich meine, die sind einfangbar später, das weiß ich zumindest.